Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen heute The Bookwalker. Schön, dass ihr da seid. Ein wunderschönes neues Let's Play. Und wir starten hier irgendwo in einem Haus. Erste Beschlagnahmung des Eigentums. Jetzt eine Zwangsräumung. Herr Etienne Quist. Dies ist eine Erinnerung, dass Sie Ihre Strafe abbüßen können, indem Sie sich bei einem lizenzierten Verlag registrieren. Falls Sie Ihre gesamte Strafe verbüßen, werden Sie von den Sicherheitsmaßnahmen Handschellen, die Sie mit einer Schreibblockade belegen, befreit. Jeglicher Versuch, die Handschellen durch unrechtmäßige Methoden zu entfernen, wird als Verstoß gegen Ihr Urteil gesehen, Folgen nach sich ziehen. Ihre Strafe wird mit erschwerenden Umständen nachgeprüft. Städtische Schriftstellerpolizei. Okay, wir sind scheinbar ein Schriftsteller. Können wir irgendwas sammeln? Oh, hallo. Hm. Altes Zeug, das vorher dem Vermieter gehörte. Aber hier können wir... Ah, ich kann mich auch bücken, okay. Hm. Wie es klingt, duscht der alte Henry gerade. Wer hängt die hier auf? Hm. Küche ist abgeschlossen. Die Küche wird noch renoviert. Erwartest du jemanden, Schatz? Nein, Mutter. Es ist vielleicht der Postbote? So früh? Schau mal nach, wer es ist. Es ist ein Mann, Mutter. Ist die Tür abgeschlossen? Ich will gar nicht. Das ist unser Nachbar. Henry? Nein, Mutter. Der Schriftsteller. Erinnerst du dich? Mach bloß nicht auf. Er hat hier nichts zu suchen. Aber was, wenn er Hilfe braucht? Ist er verletzt? Ich glaube nicht. Er sieht nur etwas mitgenommen aus. Hm. Er kommt schon allein klar. Man kann in dieser Gegend gar nicht vorsichtig genug sein, auch wenn es um Nachbarn geht. Wie du meinst. Dankeschön, ihr seid ja sehr nette Nachbarn. Hm. Hat hier jemand was angepflanzt? Riecht nach Dünger. Saugen die. Okay, ich will noch nicht in die Wohnung. Ich gucke mich hier erstmal um, ja? Diese Fabrik war noch nicht hier, als unser Gebäude errichtet wurde. Alter, ist aber echt hier, ne? Direkt vorm Fenster. Ist das ein Horrorspiel? Ich bin gerade erst angekommen. Hallo, ist jemand zu Hause? Die Wohnung scheint verlassen zu sein, aber hinter der Tür hörst du Schritte. Keine Antwort. Klopfen. Ich habe geklopft. Okay, hier ist auch noch ein Raum. Irgendwelcher Schrott riecht nach Staub. Okay. Verschlossen, ich brauche einen Schlüssel. Spray Paint. Okay. Also man kann nichts machen, wir gehen nach oben. Und betreten wahrscheinlich unsere Bude. Hallo? Spreche ich mit Etienne? Wer spricht da? Wir sind... Vince hat gesagt, ich solle mich bei Ihnen melden. Es geht um Ihre Festnahme. Wir bieten Schriftstellern, deren Lizenz widerrufen wurde, üblicherweise ein kleines Darlehen. Verzinst, versteht sich. Sobald Sie wieder auf den Beinen stehen... sobald Sie wieder auf den Beinen sind, können Sie... Das ist nicht, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Ich wollte fragen. Ich habe gehört, Sie können Schriftsteller von Ihren Handschellen befreien. Stimmt das? Das Entfernen der Handschellen von Schriftstellern gehört laut Schriftstellergesetz zu dem am strengsten geahndeten Verbrechen. Angenommen, wir könnten sie entfernen. Dann hinge unser Preis davon ab, wie komplex die Handschellen sind. Handelt es sich um das Standardmodell für 2 Jahre? Nein, diese Handschellen trage ich für die nächsten 30 Jahre. Geräusche über das Telefon, verdammt. Jetzt habe ich glatt alles verschüttet. Hey, hey, schaff das hier raus. Gütiger Himmel, 30 Jahre? Ich denke, wir werden uns schon einig, aber der Preis beträgt, sagen wir, 6 Aufträge. Was, so viele? Mir wurde was von einem gesagt. Vince meinte, das wäre eine einmalige Sache. Vince hätte mir sagen sollen, dass er einen besonders gefährlichen Verbrecher zu mir schickt. Sind Sie mit dieser Art
Arbeit vertraut? Nein. Wissen Sie, was zu tun ist? Ja. Gut. Ihr erster Auftrag steht schon vor der Türe. Ein bisschen schwer, nur zur Info, ein bisschen schwer zu verstehen, wer gerade spricht. Also, ne? Da jetzt gerade war es schwer. Ich muss ihn auf den Schreibtisch stellen. B. Wow. Was haben wir denn hier? Ich soll einen Unsterblichkeitstrank stehlen? Also gut. Okay, bevor wir uns dem Koffer widmen, gucke ich mich hier nochmal schnell um, weil ich wollte erst nochmal gucken, was man hier so machen kann. Sie haben das Porträt von Frederick dagelassen. Sie dachten wohl... Keine Ahnung. Das Bad ist abgeschlossen, ich muss die Wasserrechnung bezahlen. Die Buchhandlung, Buchstabe um Buchstabe, hat bekannt gegeben, alle Werkzeuge von Etienne Quist aus ihrem Katalog entfernt zu haben. Der Besitzer von Raymond Fouquois kommentierte, leider wurde Herrn Quist die Schreiblizenz entzogen. Wir möchten uns aufrichtig bei den Fans entschuldigen, da Herr Quists Bücher sehr beliebt sind. Ich hoffe, dass Herr Quist die schwere Zeit gut übersteht und wir seine Bücher schon bald wieder in unseren Regalen stellen dürfen. Ja, 30 Jahre, ne? Da hing mal was, das ist aber weg. Die Nachbarn gegenüber sind vor kurzem ausgezogen. Da kannst du beim Schlafen direkt beim Nachbarn reingucken. Es ist zu früh zum Schlafen gehen. Ich hab zu tun. Okay, das war's hier. Dann gucken wir uns das mal an. Der Autor dieses Buches, ne? Okay. Was steht da genau? Eine seltsame Notiz. Der Auftragnehmer stimmt zu, das Buch Ein Tropfen der Unendlichkeit von Jonathan Bauer zu infiltrieren und einen Gegenstand zu beschaffen. Eine Flasche des magischen Unsterblichkeitstranks. Der Auftraggeber stimmt zu, die ausgehandelte Summe bei Auftragabschluss zu bezahlen. Ein Auszug aus einer Buchrezension. Mir hat gefallen, wie die Geschichte aus dem Blickwinkel der vermeintlichen Bösewichte erzählt wird, aber die Figuren, die sich ihm entgegenstellen, sind im Vergleich nicht interessant genug. Mir hat auch das Ende gefallen, obwohl es etwas rührselig war. Hier kommt wohl der gestohlene Gegenstand hin. Ah ja. Gefängniszelle. Oh. Au. Oh, verdammt. Als du auf dem harten Steinboden landest, verdrehst du dir dein kaputtes Knie. Dich mit Tinte heilen. Du greifst nach unten und berührst dein kaputtes Knie. Du stellst dir vor, wie die Tinte in das verletzte Gelenk fließt und es heilt. Deine Handgelenke werden plötzlich eiskalt. Aua. Ich hatte diese blöden Handschellen ganz vergessen. Du untersuchst die Metallarmreifen an deinen Handgelenken und den Schriftzug, der in sie graviert ist. Jetzt bin ich genauso schwach wie eine einfache Romanfigur. Du hast es nicht geschafft, dein Knie zu heilen, dein Knie in Ruhe lassen, dein Knie gewaltsam zurechtrücken. Du holst tief Luft und bewegst dein Knie mit einem abrupten Ruck zur Seite. Au, verdammt! Du biegst das Knie ein paar Mal hin und her, um seine Beweglichkeit zu testen. Das knirschende Geräusch ist weg. Puh, wie dem auch sei. Machen wir uns an die Arbeit. Ich muss den Unsterblichkeitstrank finden und hier rausholen. Ein Skelett. Nichts als Knochen übrig, keine Tränke. Alles nehmen. Ich habe jetzt 2 Pilze. Gefundene Gegenstände kannst du im Inventar ansehen und einsetzen. Oh, 10 Tinte. Sie sehen ungenießbar aus, riskier es einfach nicht. Ah, okay. Brecheisenteile.
bezweifle, dass so ein Sterblichkeitstrank einfach in einem gewöhnlichen Fass herumliegen wird. Das Fass treten. Du bereitest dich auf den Tritt vor. Eine alte Notiz. Wenn du Glück hast, testet er vielleicht einen Unsterblichkeitstrank an dir. Was überlegst du noch? Sag einfach ja. Verschlossen. Ein Dietrich wäre jetzt praktisch. Die Tür eintreten. Ein Dietrich wäre jetzt praktisch. Ich weiß genau, dass ich einen Dietrich dabei hatte, oder zumindest was ähnliches. Da muss ich in die Realität zurückgehen und in meiner Wohnung nachsehen. Aufwachen. Also man kann immer wieder zurückgehen, okay. Und jetzt liegt hier irgendwo ein Dietrich-Set rum. Natürlich. Und jetzt kann ich wieder reingehen, ja? Eigentlich irgendwie eine coole Mechanik, wie ich finde. Stahlhelm. Helm des Gefangenen. Wow, zwei Köpfe. Dieses Gefängnis ist wirklich seltsam. Ein stabiler Helm mit Stacheln. Die Innenseite ist glatt und riecht säuerlich. Ein Dietrich einsetzen. Mit dem Dietrich probierst du alle Stifte im Schloss aus, bis du schließlich ein Klicken hörst. Die Tür öffnen. Okay, sonst kann ich hier nichts mehr machen, ja? Da ist noch eine Notiz. Jason Little, 28. Trank P4 verursacht unvorhersehbare Mutationen. Ergebnis unvorhersehbar. Kunde, das Königreich Ruwa, unbekannte Absichten. Menge, eine Dosis. Ah, ja, okay. Zum Gang, sonst ist hier nichts mehr. Wir gehen weiter. Was zum... Er ist tot. Dein Blick wandert zur Wunde an der Schläfe des Wandlers. Das sieht wie eine Schusswunde aus. Der Käfig, der um den Hals des Toten hängt, beginnt zu vibrieren. Du hörst eine sanfte Stimme aus seinem Inneren. Brillante Schlussfolgerung, Sherlock! Den Käfig untersuchen. Es handelt sich um einen Käfig mit einer kleinen Tür. Im Inneren ist es dunkel. Wer bist du? Entschuldige die Unterbrechung, aber du hast etwas über meinen Partner hier gesagt. Bitte rede weiter. Das ist dein Partner? Wir waren dabei, unsere erste Aufgabe zu erledigen, aber es lief nicht so gut. Achso, hier sieht man, wer gerade redet. Sorry. Tut mir leid. Moment, wer bist du? Eine Romanfigur? Ja, ich glaube, das bin ich. Aber du weißt, dass du eine Figur bist. Natürlich. Das ist unmöglich. Du versuchst, das Innere des Käfigs mit einem Licht auszuleuchten, aber du siehst nur einen Papierfetzen im Inneren. Das haben auch alle meine vorherigen Partner gesagt. Vorherige Partner? Wie viele hattest du denn schon? Ich möchte nicht angeben, aber offenbar sind Wandler sehr an meinen Fähigkeiten interessiert. Ich erziele immer wieder einen hohen Preis. Und dann kam ich zu einem Partner, der starb. Verstehe. Zum Glück hat mich dann ein neuer Partner gefunden und seither arbeiten wir zusammen. Warte, bin ich dein neuer Partner? Korrekt! Ich bin mir sicher, wir werden gut zusammenarbeiten. Du siehst dir noch einmal die Leiche des Wandlers an. Deinen neuen Partner mitnehmen. An ihm zweifeln. Weißt du, ich arbeite lieber alleine. Bist du sicher, ich könnte immerhin... Wenn ich so drüber nachdenke... Mein Kunde könnte vielleicht an diesem Käfig Interesse haben. Was? Deinen neuen Partner mitnehmen. Ich werde dich vorerst um meinen Hals hängen und mir später überlegen, was ich mit dir anfange. Wunderbar, es geht weiter. Mit Roderick kannst du jederzeit sprechen. Kann ich dir helfen? Dir den Käfig der Figur näher ansehen. Du entfernst den Käfig von deinem Hals und untersuchst ihn erneut. Was ist los? Dein Käfig erinnert mich an was. Du drehst ihn in deinen Händen, bis dein Blick auf die Handschellen fällt, die unter deinen hochgekrempelten Ärmeln vorbeischauen. Das ist es. Dein Käfig besteht aus demselben Metall wie meine Handschellen. Und was bedeutet das? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da dieses Metall meine Kräfte unterdrückt, verhindert es auch, dass du mit diesem Buch verschmilzt. Verschmilzt? Verschmelzen? Ja, wenn eine Figur in ein Buch gelangt, wird sie Teil davon. Ich kann wieder gehen. Aber das ist selbst für mich nicht einfach. Eine normale Figur schafft das nicht.
Sie wird dann auch von der Handlung beeinflusst und vergisst ihre eigenen Absichten. Das hier ist also ein praktischer Weg, Figuren zu transportieren, ja? Definitiv praktisch, ja. Eine Figur ohne einen Käfig wie diesen aus einem Buch zu entfernen, wäre ein ernstes Vergehen. Du siehst dir instinktiv den Boden des Käfigs an und bemerkst eine neue Inschrift. Seriennummer 27 von 200. Okay. Da ist ein Schlüssel. Auf dem Metallgitter siehst du einen Schlüssel, der vom aufsteigenden Dampfschwaden umgeben ist. Den Schlüssel mit einem Finger berühren. Der Schlüssel verbrennt deinen Finger schwer und du reißt deine Hand zurück. Durch Bewegung wackelt der Schlüssel. Aua! Der Schlüssel fällt durch das Gitter. Ein leises Klirren hallt von unten hoch. Warum hast du das getan? Woher sollte ich denn wissen, dass er so heiß ist? Du hättest mich fragen können. Ich habe das Buch von Anfang bis Ende durchgelesen, mehrmals sogar. Was meinst du mit, du hast es durchgelesen? Du siehst den Text deines eigenen Buches? Das ist nicht mein Buch. Okay, warte mal. Heißt das, dass du alles über diesen Ort weißt? Ich kann alles, was du wissen musst, im Text suchen und ich kann dich vor den Fallen und Gefahren auch warnen. Du drehst dich um und siehst den toten Wandler an. Zumindest, wenn die Gefahr im Buch steht. Gut, du weißt also, wo ich den Unsterblichkeitstrank finden kann, ja? Ja, er ist in der Tasche des Alchemisten. Und wo ist der Alchemist? Du reibst da ja deinen verbrannten Finger. In seinem Labor natürlich, südlich von hier. Toll, dann können wir den Schlüssel vergessen. Ich vergeude keine Zeit mehr und gehe direkt zum Alchemisten. Nö, tun wir nicht. Wir schauen uns alles an. Ach du heiliger Bimbam. Papiere. Verdammt, der ist groß. Er hieß Brian. Kanntest du ihn? Nein, aber du kannst alles über ihn auf dem Schild im Gang nachlesen. Klar, wenn ich nächstes Mal hier bin. Kleines Fass. Stofffetzen. Ah, guck mal. Ein gewöhnliches Stromkabel verläuft durch ein Loch in der Wand. Warte, was macht ein Stromkabel in einem altertümlichen Gefängnis? Fliegt hier einfach so eine Fliege um. Das ist der große Plot-Twist dieses Buchs. Wollte ihn nicht vorwegnehmen. Tasten, wohin das führt. Guck mal, ich kann das durchschneiden. Das Kabel führt tief in die Dunkelheit hinein. Was sich dort befindet, du hast keinen Schimmer. Nö, wir machen das jetzt nicht einfach kaputt. Wir suchen das passende Werkzeug. Da ist das Schild. Name Brian Little. Ha, der Witz war gut. Testtrank Gigantus 1. Ergebnis proportionales Wachstum. Kunde. Königreich Lysurotor. Militäreinsatz. Menge Massenproduktion. 120 Tränke alle 6 Monate. Schild. Name George Hamsterfell. Testtrank Gierschlund 12. Ergebnis. Eine Mutation, die es ermöglicht, fast alle bekannten Materialien zu verspeisen. Kunde anonym, persönliche Verwendung. Menge Dosis 1. Ja, okay. Die Kette führt nach unten. Du könntest etwas Schwereres als Gegengewicht benutzen, um das, was am anderen Ende ist, anzuheben. Den Helm des Gefangenen benutzen. Kiste an einer Kette, Apfel und leere Flasche. Hoffentlich brauche ich den Helm nicht nochmal. Da kann ich nichts machen. Hier ist noch eine Zellentür. Gefängniszelle. Zermalmtes Skelett. Sie wollten unbedingt verhindern, dass er wegläuft. So, hier ist nichts. Da ist ein Riss. Du stehst vor einer Ziegelmauer mit Rissen. An der Mauer lauschen. Totenstille, aber etwas kitzelt an deinem Ohr. Du fühlst, wie ein Hauch von einem Luftzug durch den Riss strömt. Auf der anderen Seite ist etwas. Das ist ein Job für einen Vorschlaghammer. Ich bin ganz deiner Meinung, aber in diesem Buch wird keiner erwähnt. Bist du sicher? Ich habe es schon 5 Mal gelesen. Dann gehe ich in die Realität zurück und suche einen.
Ach, kennst du jemanden außerhalb des Buchs, der einen Vorschlaghammer hat? Ich kann meine Nachbarn fragen, ich weiß nicht, ob sie sich freuen, mich zu sehen, aber mein letzter Partner hat sich immer beschwert, dass sich in der echten Welt niemand um ihn scherte und dass es sinnlos wäre, dort um Hilfe zu bitten. Das ist irgendwie traurig. Egal. Ich bin gleich wieder da, hoffentlich mit einem Vorschlaghammer. So. Sekunde. So, Nachbar fragen nach einem Hammer. Das ist ja der Hammer. Ist das hier neu? Herr Tienquist, dies ist eine Erinnerung. Ne, kann ich aber auch nicht rausnehmen. Die fragen wir nicht, die sind kacke. Entschuldigung, sind Sie zu Hause? Stille. Nochmal klopfen. Wer klopft denn da? Ich bin Ihr Nachbar. Könnten Sie kurz aufmachen? Ich brauche Hilfe. Ja, schon klar, ich bin doch kein Idiot. Verschwinden Sie, bevor ich die Polizei rufe. So viele zwielichtige Gestalten in dieser Gegend. Ich wollte Sie doch nur fragen, haben Sie zufällig einen Vorschlaghammer? Einen Vorschlaghammer? Ja, ich habe da diesen widerspenstigen Nagel, den ich nicht reinbekomme. Was ist das bitte für ein Nagel, dass Sie gleich einen Vorschlaghammer brauchen? Ehrlich gesagt, muss ich eine Wand einreißen. Ich möchte ehrlich sein. Ich muss eine Wand einreißen. Ich renoviere meine Wohnung ein bisschen. Ich brauche ihn für ein paar Stunden. Ich verspreche, ich bringe ihn heil wieder. Gute Güte. Na schön, ich werde nachsehen. Hier, machen Sie ihn bitte nicht kaputt. Den Vorschlag kann man nehmen. Dankeschön. Ja, okay, wir haben jetzt einen Vorschlaghammer. Das ist ja der Hammer. Also was wir... Ja, wir haben auch den Dietrich mitgenommen. Was wir in der echten Welt holen, finden wir auch im Buch. Gefängniszelle. Riss. Die Mauer mit dem Hammer einreißen. Bumpf. Der Hammer rutscht dir aus den Händen und dein Hieb gleitet einfach an der Mauer ab. Du spürst, wie dich der Käfig um deinen Hals anstarrt. Du willst nicht, dass er dich auslacht. Noch einmal auf die Mauer schlagen. Krach. Dieses Mal triffst du die Mauer mit mehr Wucht. Der Hieb trifft die Mauer mit voller Kraft und hinterlässt ein Loch, das groß genug ist, um dich hindurchzuzwingen. Alchemistische Zutat, grünes Salz. Verdrängte Papiere. Sonst ist hier nichts. Okay. Helme für Gefangene. Wie viele Leute waren hier eingesperrt? Vorsicht! Hä? Hast du das gehört? Wovon redest du? Ah ja. Hieb, betäuben. 30 Tinte. Absaugen. Okay, ich kann also Tinte absaugen, ich kann aber auch Tinte benutzen. Betäubt. Über einem Gegner siehst du... Ja. Ah ja, das macht auch Schaden. Und jetzt habe ich ihm Tinte abgesaugt. Okay, verstehe. Dem hast du es aber gezeigt, hä? Ja, danke. Alles in Ordnung? Hat das Monster dich erschreckt? Nein, gar nicht. Du versuchst dir nichts anmerken zu lassen. Ich habe schon unzählige Spinnen wie die hier gesehen. Eins verstehe ich nicht. Was macht eine Riesenspinne in diesem Buch? Im Text wird sie nicht erwähnt. Das war ein Tintenfresser. Du schauderst. Man findet sie in Büchern, aber sie sind nicht Teil der Handlung. Je älter das Buch, desto wahrscheinlicher trifft man auf sie. Warum sehen sie so aus wie Spinnen? Na, um mich zu erschrecken. Sie können auch andere Formen annehmen. Sogar menschliche Formen? Du schauderst wieder. Dieses Mal noch stärker. Boah, malen wir uns das lieber nicht aus. Ich hoffe, in diesem Buch gab es nur den einen.
Warte mal, ist hier noch was? Haufen Asche. Da, Haufen Asche. Okay, hier sind noch Papiere. Muffige Dokumente mit unleserlichen Notizen. Oh, da sitzt jemand. Testbereich. Was zum... Ich hab dir vom Plot-Twist in diesem Buch erzählt, oder? Warte mal. Wo ist der Alchemist? Ist er das, auf dem Stuhl? Nein, der Alchemist ist nach oben gegangen, während du dich so lange umgesehen hast. Na, prima. Da liegt auch noch eine alchemistische Zutat. Blauer Schwefel. Noch eine Werkbank. Noch was? Ein offener Koffer. Ein Waffenkoffer. Ohne Waffe. Testobjekte und Ergebnisse von Test 26. Objekt 124 tot. 125 tot. 126 tot. 127 tot. 128 Strich. Ich höre deine Schritte. Bist du zurück, du Saftsack? Ich werde nichts mehr von deiner Plörre trinken. Komm schon, mach mich los. Hey! Den Gefangenen untersuchen. Da ein Division-T-Shirt. Voller Einschusslöcher. Hm? Was sagt uns das? Wenn das eine Band sein soll, dann habe ich noch nie von ihr gehört. Vergiss das Band-Logo. Die Löcher, das T-Shirt. Hat lauter Löcher. Sie haben den Unsterblichkeitstrank an ihm getestet? Na, endlich. Komm schon, mach mich los, hey! Den Sack vom Kopf des Gefangenen ziehen. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Weiter. Warum nicht? Ich glaube, dein Äußeres macht ihm Angst. Der fängt sich schon wieder. Den Sack von seinem Kopf ziehen. Du löst langsam das Seil und ziehst den Sack vom Kopf des Gefangenen. Nur keine Panik. Mein Gott, was zum Teufel bist du denn? Ich habe dich gewarnt. Hey, beruhig dich. Ich bin ein Mensch. Wie du, mehr oder weniger. Bist du ein Außerirdischer? Nein, ich bin Schriftsteller, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Lenk nicht ab. Wie bist du hierher gekommen? Was glaubst du wohl? Ich wurde entführt. Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Ich war in einer Bar, die Kathedrale. Kennst du sie? Nein. Die Besitzer haben einen Heiden Geld ausgegeben, damit die Jungs von Riversi den Bernhardsdom nachbauen. Heutzutage will jeder Arsch mit etwas Knete eine Nachbildung von irgendwas. Die Preise da treiben dir die Tränen in die Augen, aber wie oft hat man schon die Gelegenheit, in einer Kathedrale zu trinken, die es seit 1000 Jahren eigentlich nicht mehr gibt. Welches Bier trinkst du am liebsten? Wie wäre es, wenn wir uns aufs Wesentliche konzentrieren? Ich mag ungefiltertes Lager. Kommen wir zum Thema zurück. War jemand bei dir? Warst du alleine? Ja, zuerst ja. Dann hat sich ein Typ zu mir gesetzt. Der Alchemist? Nee. Wahrscheinlich jemand, der für ihn arbeitet. Er meinte, er wäre Wissenschaftler von einer Uni oder so. Ich weiß nicht genau. An mehr erinnere ich mich nicht. Dann bin ich hier aufgewacht. Warum ist dein T-Shirt voller Löcher? Dieses Arschgesicht hat auf mich geschossen. Welches Arschgesicht? Ja, dieser durchgeknallte Alchemist. Er hat jede Menge wirres Zeug gelabert. Er hat geredet, als ob er aus dem Mittelalter stammt oder so. Das meiste von seinem Gesülz ergab gar keinen Sinn. Was hat er dir dann angetan? Er hat mir was Übles zu trinken gegeben. Er schmeckt wie... Schon mal Orange Bull probiert? Trademark? Der Geschmack war jedenfalls fast dasselbe. War das gerade ein Product Placement? Wurde der Autor dafür bezahlt, das ins Buch aufzunehmen? Komm schon, lass dich nicht ablenken. Er hat mich also gezwungen, den Trank zu trinken und dann auf mich geschossen. Ich habe noch nie solche Schmerzen erlebt. Es fühlte sich an, als würde mein ganzer Körper... Er hat dich angeschossen. Du siehst dir die Patronenhülsen auf dem Tisch an. Mit Großkaliberpatronen, aber du lebst. Hä? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ohne ein Wort gehen. Wo willst du hin? Lass mich nicht zurück. Also da ist eine Leiter, da komme ich nicht hoch. Dann geht's hier ja noch runter und hier ist auch noch eine Tür, ist der Haupteingang. Da wollen wir noch nicht hin.
Wollen uns erstmal umgucken jetzt hier. Oh, was? Oh ja, alles nehmen. Ein Stück Brot. Da ist der Schlüssel wieder. Du siehst eine alte, abgenutzte Werkbank. Falls nötig, kann ich hier Werkzeuge herstellen. Du siehst eine... Ich kann aber nichts tun. Greg, der Alchemist, scheint sein Arbeitstempo angezogen zu haben. Die Leichen stapeln sich schon. Bleib heute für die Nachtschicht. Er hat doppelte Bezahlung versprochen. Was sind das für Pflanzen? Krempel. Wahrscheinlich völlig nutzlos, außer vielleicht als kaum genießbarer Tee. Hammer. Ah ja, okay. Der Schlüssel liegt erneut vor dir auf einem Gitter. Es sollte kein Problem sein, ihn zu nehmen. Brauche ich diesen Schlüssel überhaupt? Er öffnet die Vordertür, also den einzigen Weg nach oben. Das heißt, du brauchst ihn. Die Sache hat doch sicher einen Haken, oder? Ich weiß nicht so recht. Vorsichtig reibst du deinen verbrannten Finger durch deinen Handschuh. Wenn du möchtest, kann ich im Text nachlesen. Bist du sicher, dass er schon kalt ist? Gerade war er noch ziemlich heiß. Um Hilfe bitten. Also gut, kannst du bitte nachlesen, nur um sicher zu sein? Natürlich, mit Vergnügen. Du verdrehst die Augen. Hier, der Schlüssel ist nicht mehr heiß. Du solltest ihn einfach an dich nehmen können. Okay. Dein Finger schließt sich um den Schlüssel und ein wildes Heulen hallt aus den Tiefen des Gefängnisses hoch nach oben. Deine Hand zittert und als hätte er nur auf eine Gelegenheit gewartet, rutscht dir der Schlüssel aus der Hand und durch das Gitter nach unten. Was zur Hölle war das? Das sage ich dir lieber nicht. Jetzt ist der Schlüssel wieder weg. Die Rohre führen zum Heizungsraum hinunter. Diese Luke führt zum Heizungsraum hinunter. Hast du etwas, um sie aufzubrechen? Brecheisen oder so? Wo soll ich hier bitte ein Brecheisen finden? An Orten wie diesem liegen nicht einfach herrenlose Brecheisen herum. Im letzten Raum stand eine halbwegs vernünftige Werkbank, an der du vielleicht etwas Brechstangen-ähnliches zusammenschustern könntest. Ich versuche es. Da. Krematorium. Du siehst eine alte, abgenutzte Werkbank. Wir brauchen ein Brecheisen, stimmt's? An dieser Werkbank können wir ohne Probleme eines herstellen. Also den Abfall kann ich jetzt einschmelzen und dafür kriege ich Tinte. Okay. Und mit der Tinte kann ich ein Tintenfass herstellen, was auch immer das macht. Eine Zange, da fehlen mir noch Metallstücke. Ein Dietrich und ein Brecheisen. Dann machen wir doch schon mal das Brecheisen. Fertig. Sie mit dem Brecheisen öffnen. Luke nach unten. Skelett. Metallstücke. Ofen. Im Ofen liegt etwas. Es ist ein Kristall. Hör auf, alles zu spoilern. Ich will es selbst herausfinden. Wie du willst. Den Kristall mit dem Brecheisen holen. Du steckst das Brecheisen durch die Stangen und bewegst ihn hin und her, aber der Kristall rührt sich nicht. Verdammt, ich komme nicht ran. Tinte einsetzen. Du lässt einen Tropfen deines Blutes der Tinte auf die Stangen fallen. Du hast jetzt die Kontrolle über diesen winzigen Bereich der Welt. Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, Tinte einzusetzen, während du die Handschellen trägst? Du leidest unter der Kälte an deinen Handschellen, aber du beendest dein Werk, bevor sie dich verletzen können. Einen Moment, halt dich aus. Du biegst die Stangen mit bloßen Händen auseinander. Die Stangen geben leicht nach, den Kristall nehmen. Du wirst es nicht glauben, da steckt ein Kristall drin. Ist das nicht irre, Roderick? Du grinst auf den Käfig herab. Hä? Roderick? Ich habe entschieden, dich so zu nennen. Das ist ein guter Name. Wie bitte? Ich hab doch schon einen Namen. Aber du meintest, du könntest dich nicht daran erinnern. Das habe ich nie gesagt. Na schön, wie heißt du denn dann? Im Namen kam definitiv ein H vor. Hans? Ich bin mir nicht sicher. Hans gefällt mir nicht. Du heißt jetzt Roderick. Vielleicht hätte ich lieber bei meinem alten Partner bleiben sollen. Kann ich ja zurückbringen, wenn du willst.
Da liegt der Schlüssel. Und bestimmt nichts Gutes. Du siehst, wie der Schlüssel auf dem harten Steinbogen liegt. Dieses Mal gibt es kein Gitter, durch das er fallen könnte. Irgendwas stimmt nicht. Ab jetzt vertraue ich niemandem mehr. Dir mit deinen Büchern nicht und auch sonst niemanden. Den Schlüssel aufheben. Du atmest tief durch. Langsam und vorsichtig hebst du den Schlüssel vom Boden auf. Du blickst dich schnell um und suchst überall nach potenziellen Gefahren. Um dich herum ist es still. Endlich hast du den Schlüssel. Er ist mit der Asche bedeckt und fühlt sich kalt an. Tja, man kann nie genug vorsichtig genug sein, oder? Und außerdem können wir jetzt die Eingangstür öffnen. Ah ja, schon wieder so ein Raum. Was zum... Schon wieder? Das ist also kein echtes Gefängnis, ja? Es ist echt, aber... Halt, keine Spoiler. Na schön. Okay, ein Ring. Der Ring hat offenbar dem Feuer des Krematoriums getrotzt. Kisten. Voller Patronenhülsen. Greg, ich habe letzte Nacht jemanden im Krematorium gesehen. Entweder ist irgendein Einbrecher reingekommen oder einer der Unsterblichkeitsversuche des Alchemisten ist geglückt. Wie auch immer, sei vorsichtig. Ja, ein kleines Fass. Leer. Okay, da lang. Was ist los? Spürst du wieder was? Ja, was auch immer uns bevorsteht, es wird nicht angenehm. Wenn du etwas hast, um dich zu verarzten, solltest du es jetzt besser tun. Verstehe. Wie viel Leben fehlt mir denn? Wäre ja schön, wenn man das mal sehen würde hier unten, ne? Lagerraum im Untergeschoss. Ein alter Brief. Alle Juwelen und Nahrung im Lager sollen Victoria von Bromin, Tochter von Erzmund dem Dritten, innerhalb von 3 Tagen übergeben werden. Alchemiemeister Alexander von Mithya. Oh, ich hab die betäubt. Autsch. Oh, jetzt wäre ich tot gewesen, ne? Wohlgemerkt. Ich wäre wirklich gestorben. Hab 3 Leben verloren. Ein Haufen Asche. Ein Haufen Asche. Da ist auch ein Haufen Asche jetzt. Hier ist eine Truhe. Hier fällt eine prunkvolle Truhe auf, die zwischen den gewöhnlichen Holzkisten steht. Die Truhe öffnen. Du greifst den Deckel, kannst ihn aber nicht anheben. Mit dem Brecheisen aufmachen. Du versuchst den Deckel mit dem Brecheisen aufzubrechen, aber der Spalt zwischen dem Deckel und der Truhe ist zu schmal. Einen Dietrich benutzen. Das Schloss ist simpler, als du erwartet hast. Es schnappt fast unmittelbar auf. Werkzeuge. Okay, alles nehmen. Die Kisten sind leer. Der Inhalt wurde schon vor langer Zeit gestohlen. Ich glaube, diese Leiter führte ins Obergeschoss. Ach, hier sind wir. Okay. Ich kann jetzt eine Zange herstellen. Die brauchten wir für... So viel Tinte? Geil. Die brauchten wir für den einen Raum da. Der da war das, ne? Schauen wir mal. Genau. Ein gewöhnliches Stromkabel verläuft durch ein Loch in der Wand. Warte, was macht ein Stromkabel hier im Gefängnis? Blabla, das Kabel mit einer Zange durchschneiden. Du durchtrennst das Kabel, es fliegen Funken und es zischt. Was tust du da, Partner? Das Kabel in Ruhe lassen. Das Licht im Fenster ging aus, nachdem ich das Kabel gezogen hatte. Seltsam. Hier ist doch gar nichts mehr. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Schlüssel hier.
kann auch irgendeine Hilfe hier benutzen, ne? Habe ich gesehen. Das ist der Ausgang. Auch verschlossen, war ja klar. Den Schlüssel, den du gefunden hast, zücken. Der Schlüssel passt perfekt im Schloss. Endlich. So, wir sind jetzt oben. Ausgang. Tür. Fässer. Auf dem Fass steht Vorräte und Zutaten für Alexander von Mithias Labor. Wo führt die Tür hin? Ah ja. Also, wo ist der Alchemist? Siehst du das Loch in der Wand? Er hat das Gefängnis verlassen, während du mit dem Schlüssel herumgespielt hast. Er ist jetzt auf Seite 84. Mist. Du solltest dich wahrscheinlich beeilen, sonst gibt es keinen Trank mehr, den du abliefern kannst. Was? Will er ihn trinken? Du meintest keine Spoiler. Ach, stimmt. Ja, ja. Violenfläschchen Pulver. Ein Haufen alchemistischer Zutaten. Ein alchemistischer Kessel. Du siehst einen Alchemiekessel. Drumherum stehen und liegen verschiedene Behälter und Bücher. Dem Geruch nach zu urteilen, hat der Letzte, der diesen Kessel verwendet hat, darin hochgradig ätzende Säure hergestellt. Das Buch mit alchemistischen Rezepten lesen. Im ganzen Buch sind Lesezeichen verteilt. Anleitung zur Herstellung von Säure. Ätzende Säure. Grünes Salz plus blauer Schwefel plus Bleirot. Unbekannte Reihenfolge. Die anderen Hinweise... lesen. Im ganzen Buch sind Lesezeichen verteilt. Hinweise zu Salz. Salz sollte niemals die erste oder die letzte Zutat sein, also kommt es in der Mitte. Blei vor Schwefel wäre ein großer Frevel. Also Schwefel, Salz, Blei. Schwefel, Blei, Salz. Schwefel, Salz, Blei. Es hat funktioniert, du hast Säure hergestellt. Gute Arbeit. Ja, danke. Okay, wir wollen jetzt hier noch nicht abhauen. Da ist noch ein Laptop, da ist noch ein Bett. Lass uns schnell mal eben gucken, was da lang muss. Oh, da geht's auch raus. Menschliches Skelett. Kein Kopf. Die Fässer duften nach Eichenholz und Wein. Du fühlst einen Luftzug zwischen den Ziegeln. Die Mauer mit dem Hammer einreißen, du hebst den Hammer, holst Schwung und schmetterst ihn gegen die Ziegel. Eine Zellentür. Versperrte Treppe. Der Durchgang ist versperrt. Eine alte Notiz. Alexander von Mithia, der königliche Alchemist, hat ein schamloses Verbrechen begangen. Der Halunke hat einen Trank für den König gebraut und ihm versprochen, er würde ihn Unsterblichkeit schenken. Doch in Wirklichkeit handelt es sich dabei um Gift. Ich verkünde hiermit, dass der Alchemist enthauptet und sein teuflischer Unterschlupf zugemauert werden soll. Berater des verstorbenen König Erzmund III. Okay. Hier ist wieder so ein Fake-Licht. Ah, und wir müssen uns hier rausschmelzen. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Es tut mir leid. Ich gehe nochmal zurück. Und such mich erst darum, okay. Verstehe. Also erstmal gehen wir hier hin. Gucken das Bett an. Das Bett ist ordentlich gemacht, darin hat niemand geschlafen. Die Leiter wird von einem Metallträger blockiert. Ah, guck mal. Das ist die Leiter, die da unten zu dem Raum geführt hat, wo der Typ liegt. Ein Laptop. Ein mit Chemikalien bespritzter Laptop steht auf dem Tisch. Weißt du, wie man den bedient? Ich kenne das aus anderen Büchern. Die Bedienung ist nicht übermäßig kompliziert. Die Bildschirmoberfläche untersuchen. Der Bildschirmhintergrund ist ein altes Porträt einer Frau. Darunter steht Viktoria Brominski, Tochter von Erzmund III. Bremers Museum, 1201. Er hat nur einen Browser installiert, sonst nichts. Einen was? Egal, den Browser öffnen.
Nur zwei Tabs sind geöffnet. Erster Tab. Bremer Grabstätten, 12. Jahrhundert. Weiter. Er hatte nach alten Gräbern gesucht, und zwar ein bestimmtes, das Grab von Viktoria Brominski. Sie war wohl seine Geliebte. Darum ist er also so schnell verschwunden, um sie wiederzubeleben? Deshalb treibe ich dich ja zur Eile an. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn er wieder mit seiner Geliebten vereint wäre. Dafür haben wir keine Zeit. Zweiter Tab. E-Mail-Verkehr zwischen ihm und seinem Boss von vor einem Monat. Er wollte ihn davon überzeugen, ihm eine Pistole zu geben. Er meinte, damit könne er leichter testen, ob der Unsterblichkeitstrank funktionierte. Liest. Denn es war schwierig, mit einer Klinge Blut zu vergießen. Ein überaus beschwerliches und schmutziges Unterfangen. Wie pragmatisch von ihm. Also haben sie ihm eine Pistole für seine Experimente gegeben? Da es aus diesem Labor keinen Entrinnen gibt, hat er seinem Boss wohl kein Problem damit. Du meinst, aus dem Labor kein Entrinnen gab, richtig? Du siehst dir die geschmolzene Wand an. Tja, Suchverlauf. Das ist ein Suchverlauf. Online Fahrstunden und jede Menge Namen von Chemikalien. Man muss dazu sagen, dass sich in der Welt der Chemie in den letzten 1000 Jahren einiges getan hat. Fahrstunden. Sollte ich mal was essen, weil ich nicht mehr viel Leben habe? So, dann können wir jetzt zum Ausgang. Es tut mir leid. So, Freunde, wir sind bei 46 Minuten. Ich mache hier einen Cut. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Dann werden wir uns diesen Raum weiter anschauen. Jetzt könnt ihr einfach mal ein bisschen Liebe da lassen. Ja, ne? Einfach mal abonnieren, Daumen hoch und vor allen Dingen kommentieren, damit wir uns mal ein bisschen unterhalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Bis dahin, euer Mekko. Ciao.